Hallo zusammen, willkommen zurück in der verrückten Welt von Deponia. Ja, das letzte Mal konnten wir die gute Goal wecken und sind dafür von ihr mehr oder weniger elegant auf die Bretter geschickt worden. Jetzt ist die gute hier auf der Krankenstation und wir konnten uns zumindest ein bisschen mit ihr unterhalten. Und sie hat uns gebeten, Kontakt mit ihrem Verlobten Cletus aufzunehmen. Das passt Rufus natürlich gar nicht, ne? Klar. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir tatsächlich so etwas wie ein Funkgerät oder ähnliches finden. Ich würde sagen, wir reden erst nochmal mit Gizmo. Vielleicht kann der uns helfen. Oder wir schauen mal beim Bürgermeister, ob sich da nicht irgendwie eine Möglichkeit ergibt, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen. Aber fangen wir mal mit Gizmo an. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus, tut der Kopf noch weh? Ja, verdienterweise bestimmt. Bestimmt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In Ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen, selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Okay, fragt sie jemand, ob sie hier bleiben möchte? Okay, ich halte mich da raus. Ja, was ist denn nun Was mit ist denn Goal? nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Das Implantat. Okay. Das sage ich jetzt nicht Können Sie zu. mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber Nein. Menno. Menno. Ja gut, das hilft uns dann nicht wirklich Ich weiter. komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Ja, die zwei verstehen sich prächtig. Ohne Zweifel können wir noch mal den Hebel. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber Nein. Schade, also ich hätte jetzt schon gern gesehen, was da mit ihr hier passiert, wenn wir den Hebel mal kurz. Ja, ich bin gemein, ich weiß. Gut, dann wie gesagt, würde ich sagen, wir gehen noch mal zum Bürgermeister ins Büro und schauen mal, ob wir da eine Möglichkeit der Kommunikation finden, abgesehen von dem Ding hier. Ich denke mal, der wird uns immer noch nicht Hier ist weiterhelfen. eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwock angekommen. Oh, I see you are an EDOT. Hä? Entweder war da eine Katze auf. Ja. Okay. Diese Technik ist voll für die Katz. Nee, ich denke mal, der hilft uns nicht weiter. Nicht wirklich. Die gehen Eines der schon wenigen mal. Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Weil du kein Geld hast, Rufus. Okay, Fernsprechanlage, aber da erreichen wir ja höchstens die bezaubernde Lotti mit. Okay. Ja, also ich denke mal, das bringt uns nicht weiter. Schauen wir noch mal hier in den Raum. Ach nee. Der Bürgermeister pennt schon wieder. Er ist und bleibt ein Penner. Ja. Definitiv. Würde ich auch mal so sagen. Gut. Mikrofon. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich Ja. nie eingeladen werde. Ja, das wird schon seinen Grund haben, Rufus. Das hat bestimmt seinen Grund. Probier das Ding mal aus, bitte. Oh, Rufus, schneller. Ja, komm, hier. Ach, das können wir einfach mal. Okay. Okay, auch gut. Auch gut. Komm mal bitte hier hin.
Ein prima Andenken daran, wie ich Goal wach geküsst habe. Welche Rolle spielte dabei noch gleich der Trichter? Keine Ahnung. Du hast was? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Erinnerung ist da ein bisschen anders. Okay, Trichter, Mikrofon. Oh, Ruhe. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Okay. Ach so. Okay, nimm mit. Es geht. Und jetzt vorsichtig. Ja, komm, Rufus. Haha, lange Jawohl. Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Wicko, wicko, wicko. Oh mein Gott, okay. Okay. Dann haben wir jetzt eine Uhr und damit vielleicht das fehlende Teil für die Uhr vom Postamt. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Okay. Aber die müssen wir bestimmt noch irgendwie... Komm mal hier. Treten Sie näher, Rufus, treten Sie näher. So. Jawohl. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nö. Nee, ne? Hallo, Lotti. Geht's dir gut? Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Oh ja, Lotti kann uns vielleicht helfen. Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Mit dem Telefonisten, okay. Ich Danke, verschwinde. Lotti. Lass dich nicht aufhalten. Vielen Dank für die Information. Okay, dann können wir jetzt sicher zur Poststelle, weil die hat ja auf. Okay. Alles klar. Postboot. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Mhm. Mann, bist du lang... nee. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Oh mein Gott. Ersatzpostkatzen, die kratzen. Alter Verwalter. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Okay, da bin ich mit ihm voll auf einer Wellenlänge. Knoppenfolie zerdrücken ist absolut spaßig. Okay, Ersatzpostkatzen, wie putzig. Ja, das finde ich allerdings auch putzig. Okay.
Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Error. Okay. Bis später. Alles klar. Eine Klappe schon wieder. Okay. Oh nein! Da sitzt eine von den Kratzkatzen drin. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Ach, Rufus. Ach, das ist so süß. Können wir den Kaffee geben? Nein, Quatsch. Um Gottes Willen. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch die Coupons. Die würde ich gleich mal ihm hier versuchen zu übergeben, aber erstmal schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Noch eine Klappe. Oh, noch eine Miete. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Einem Laufrad? Was um Himmels Willen macht die in einem Laufrad? Steckt man da nicht normalerweise Hamster rein? Also ich meine ja nur. Apropos Laufrad, Hamster, Katzen und anderes Getier, solltet ihr im Hintergrund Geräusche wahrnehmen, dann sind das meine Zwergkaninchen. Das nur mal so kurz zur Erklärung. So, da oben ist ein Funkgerät, guck mal. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Ja, geh mal hin, wenn's geht. Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Okay. Alles klar, dann müssen wir uns also irgendwie wieder per Ablenkungsmanöver hochschleichen oder ähnliches. Okay, dann würde ich mal versuchen, ihm die Coupons in die Hand zu drücken. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. What? Oh. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Oh, ich dachte, die kriegt jetzt auch noch so einen elektrischen Schlag oder so für die armen Katzen. Geht's euch gut? Oh mein Gott. Die Taube hat's jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht leicht, ne? Okay, gut. Damit sind wir immerhin schon mal bis ins Postamt gekommen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir irgendwie ans Funkgerät kommen. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Sieht nicht so aus. Okay, also wir müssen ziemlich sicher an das Funkgerät. Mikrofon, Trichter. Schwierig. Und ich denke mal, nochmal so ein Ding hier verschicken macht jetzt auch wenig Sinn, ne? Ja, gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Wir müssen, wie gesagt, ans Funkgerät und, ja. Wo war jetzt nochmal? Genau. Gehen wir nochmal kurz zu Goal. Wieso ist er jetzt wieder dahin gehüpft? Na egal. Okay.
Weil wenn wir den Trichter und den Kaffee wieder haben, würde mich jetzt einfach mal so spaßhalber interessieren, ob wir Gol noch mal wecken können. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Okay. Also ich bin ehrlich, eigentlich hatte ich gehofft zu sehen, dass er nochmal auf die Nase kriegt, aber okay. Man kann ja nicht alles haben. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, wir schauen, wie wir dann beim nächsten Mal weiterkommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ganz lieben Dank fürs Zusehen, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf. Ciao, ciao.